Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Far Cry 5. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Folge oder vorletzte Folge waren es tatsächlich ein paar mehr Zuschauer und das freut mich natürlich. Auch euch allen herzlich willkommen hier auf meinem Channel und viel Spaß mit dem Spiel. Oh mein Gott, was ist da los? Mal ein bisschen aufpassen, der Typ, der meint's ernst. Zack, hammern, sehr gut. Wer braucht Hilfe? Echt super, dass gar keiner wahrscheinlich, ne? Wenn du mal Zeit hast, na klar, locker. So, wir gucken ganz kurz hier. Achso, wir haben gerade momentan gar keine Beute. Wie viel Geld haben wir? Wir haben relativ wenig Geld, stelle ich immer wieder fest. Jedes und jedes Mal stelle ich fest, dass wir viel zu wenig Kohle haben. Halt, LKW! Bleib stehen! Was ist los? Fuck. Wow, okay, gut. Das lief suboptimal, würde ich behaupten. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich würde schon fast sagen, oha, der war stark. Naja, egal. Meine Güte. Ja, es wird immer wieder gefragt, ob ich nicht einfach ein bisschen chilliger in die Mission gehen kann. Und das kann ich natürlich auch gerne machen und einfach mal ein bisschen Slow Motion beziehungsweise einfach ein bisschen schleichen oder so. Das können wir gerne mal alles in Angriff nehmen. Wenn ich dieses Radio höre, ne Leute, das ist so penetrant ekelhaft, dass ich wirklich einen Brechreiz kriege. Ich wollte gerade den Typen da angreifen, habe ich mir gedacht, ah, komm, aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir ein bisschen Geld machen. Vielleicht gehen wir auch mal jagen. Einfach mal ein bisschen Kohle zusammenzubekommen, wäre das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Hier so ein paar Kühe töten. Oh mein Gott. Wow, okay. Was hätten wir noch aus, bitte? Na, komm her. Mann, das ist ja heftig, was der ausgehalten hat. Ein Köder haben wir bekommen. Wunderbar, freut mich. Das ist zwar nicht das, was ich wollte, aber naja. Gut ist natürlich jetzt, dass es abends wird. Bedeutet, wir haben so ein bisschen bessere Tarnung, so gesehen. Ich wollte zwar leise vorgehen. Okay, da oben hockt die. Bam. Ich denke mal, wir haben es geschafft. Wir wechseln mal ganz kurz die Waffe, weil so habe ich jetzt gerade keine andere. Was geht hier ab?
Bin mir gerade... Achso, ja, okay, dann hat sich die Sache ja schon wieder erledigt. Sehr schön. Hoppla, was ist jetzt los? Ja, dezente Frame-Anbrüche hat man auch zwischendurch. Leider leben wir noch nicht in der perfekten Welt. Hier und da kommt es leider auch noch dazu. Wie kommen wir denn hier rein? Ja, wie kommen wir denn hier rein, Leute? Weiß das einer? Na, ich kann euch ja gerade nicht live fragen, leider. Es wird wohl erstmal ein dezentes Mysterium bleiben, wie wir da reinkommen. Aber ich denke mal, aktuell ist es eher zweitrangig, dass wir da reinkommen. Sondern die Frage ist gerade, was wir genau noch tun können. Ich denke mal, hier können wir noch hin. Da müssen wir schon fast einen neuen Job suchen, denke ich mal, weil aktuell sehe ich keine offenen Aufgaben mehr. In dieser Gegend hier. Außer natürlich den Tuppis da oben fertig machen in seiner eigenen Base. Das wird natürlich nochmal eine Hammeraufgabe und wird natürlich auch wieder sauschwer. Oh, zu fett für zwischen zwei Bäume zu laufen. Mann! Speck ab. Dann tut es auch nicht mehr so weh. Okay, hier ist ein Auftrag. Etwas in die Luft zu jagen. Kaboom! Das Wort Josephs ist mächtig. Sein Umbrecher! Eine frische Seele! Oh fuck! Elite! 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 Oh mein Gott, Elite! Fang! Dich braucht auch die Zukunft, nicht du Vollidiot. Oh oh. Nein, kein bisschen. Bis jetzt haben wir immer gewonnen. Aber mach dir nichts draus, Junge. Hi. Das ist cool. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, ich weiß. Ein paar von uns ja, ich weiß. In Vietnam gedient. Du kannst dir nicht vorstellen, schöne Wohnung. Was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, wenn so etwas jemals in unserem Land passiert. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Okay. Wir haben es unseren Freiheitsfonds genannt, weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Aber das ist lange her. Okay. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Die Ausrüstung ist sicher verwahrt. Aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos... Okay, weiß ich Bescheid. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Na klar. Bring sie zu mir. Und du darfst dir was aus dem Vorrat mitnehmen. Verdammt soll ich sein. Na, das klingt doch schon positiv. Dass diese Sekte mein Land niederbrennt. Ja, die Mission will ich dann schon verfolgen, so gesehen. Thank you.
12 Feuerzeuge. Hier ist noch irgendwas. Ein bisschen Kohle. Aber das war es auch wieder. So, sind die Feuerzeuge nun markiert auf der Map, oder? Was genau wurde jetzt markiert? Okay. Ich gehe mal zu dieser Markierung, die in 150 Metern von mir entfernt ist. Oh, da vorne sind ein paar Jungs. Na, da freut euch mal. Burn, baby, burn. Wow. Hammer, du Lümmel. Da oben auf dem Dach. Dankeschön für die gute Kohle. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht von euch. Vielen Dank. Gut, wir kommen aber hier erstmal nicht rein. Das ist ja irgendwie gerade der totale Witz. Das gibt's doch gar nicht. Und wie sollen wir bitte in diese gottverdammte Garage reinkommen? Hier ist ja alles dicht. Hallo, wie komme ich in die Garage? Naja, betritt die Werkstatt. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Und leider wird's nicht besser. Ja, egal. Gut. So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann kümmern wir uns hier um die Feuerzeuggeschichte, würde ich schon fast sagen, die wir als letztes noch angenommen haben. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir denn jetzt diese paar Feuerzeuge finden. Da ist auch schon Boomer. Boomer ist cool. Boomer ist immer gut drauf und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Was ist los, Junge? Danke. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüssikowski, Leute.